Hallo und herzlich willkommen. Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei seid in Graveyard Keeper. Ich habe nach 26 Minuten gesagt, oh Scheibenkleister, jetzt sind wir mittendrin. Oh, was rieche ich da? Zwiebeln. Ich liebe Zwiebeln. Ja, ich glaube, wir müssen ein bisschen mehr Zwiebeln machen. Wenn du Zwiebeln magst, kann ich dir beibringen, ein paar leckere Zwiebelgerichte zu kochen. Ja, juhu. Hier, ich habe das Siegel. Gut, dann benötigst du nur noch ein bisschen Vorbereitung für dieses Fleisch. Okay, geil. Handeln. Echt, ich kann nichts bei dir verkaufen. Gar nichts, wirklich gar nichts, gar nichts. Okay, dann müssen wir Zwiebelringe machen. Ich wusste doch, irgendwie brauchen wir das Fett. Hi. Oh, Geschichte. Okay, na gut, dann nicht. So. Jetzt gehen wir erstmal zu den... zum Müller und zum Gedönsdingst, Gedingsteldönst. Ich habe gar nicht mehr so viel Platz. Mal gucken, was der uns hier abkauft. Mir ist langweilig. Ja, hier. Oh, der hat aber wieder viel. Wir können Hopfen nächstes Mal kaufen, wenn wir ihn ansprechen. Es hätte ja sein können. Es hätte ja sein können. Wir müssen tatsächlich nochmal kurz warten. Cool, wir können auch Hopfen anbauen. Ey, genial. Es geht so voran gerade. So cool. Also, und soll ich mal was verraten? Ich habe gar nicht genug Platz für das, was wir alles brauchen. Toll, Kira, toll. Tatsächlich fange ich dann mal an mit den silbernen Kürbis. Mit der silbernen Linse. Die zwei Rüben. Und die zwei Weizen. Weil nämlich beim Kohl und bei den Karotten wären es wirklich vier. Das ist jetzt was, das ist jetzt nicht ganz so wichtig. Und dann würde ich tatsächlich nochmal silberne Zwiebeln nehmen. Und da würde ich alle nehmen, wegen den Zwiebelringen. So. Voll bepackt mit schönen Sachen, die das Leben schöner machen. Ja, hinein ins Weekend vielen. Oh, das kann sogar sein, wenn ich mich nicht allzu, könnte heute Samstag oder Sonntag sein. Also jetzt, wo ihr die Folge guckt, glaube ich. Ich glaube, es müsste fast sogar Sonntag sein. Vielleicht ist es aber auch schon Montag. Dann tut es mir leid, dann ja, bereichere ich euch hoffentlich mit einem angenehmeren Montag. Ja, so. Das schmeißen wir da mal alles rein. Das schmeißen wir da rein. So. Gut, wie ich vorhatte, noch Pilze sammeln zu gehen. Aber egal. Dann machen wir das auf jeden Fall rein. Das schmeißen wir hier noch mit rein. Das müssen wir uns dann aber nachher mal wieder mitnehmen. Weil wir brauchen ja an einigen Stellen definitiv noch ein bisschen was. Weißt du was? Das machen wir gleich. So. Und zwar, das müssen wir dann schon nochmal ein bisschen ausgraben. Das machen wir jetzt aber gleich. Wir gehen jetzt mal gleich nochmal hoch zu den Trauben. Ich muss nämlich gucken, dass die wirklich, also dass die fertig sind, ne? Es irritiert mich total, dass ich jetzt nicht weiß, welche, also was ich da für eine Kiste habe. Nee, lass mich mal hier den goldenen noch mitnehmen. Oh, wir haben noch... Holla, die Waldfee. Okay, das ist cool. Auch da nochmal. Ja, fast zwei Reihen voll mit goldenen. Das ist toll. Nee, die kupfernen bitte. Genau. Oh, dann brauchen wir tatsächlich jetzt aber... wir brauchen Stöcker. Wir brauchen Stöcker. Gut, dass da ein Busch ist. Damit wir hier nochmal ein paar von den Dingern machen können. So, pass mal auf. Oh, schön. Ja, ganz praktischerweise haben sich die Entwickler gedacht, Mensch, man braucht Stöcker. Dann schmeißen wir hier doch mal so ein paar kleine Sträucher hin. Das ist natürlich cool. So. Was ich auch cool finde, wir haben fast die nächsten 200 Punkte. Das ist toll. Wobei ich mir nicht so sicher bin, ob das mit der Konstruktion jetzt nur wegen dem einen Dings im Keller so wichtig ist. Bisschen doof.
Da bin ich gerade tatsächlich so ein bisschen... Ah, okay, genau. Ach, die Transportstation haben wir doch aber schon fertig. Oh, einer fehlt. Das ist natürlich jetzt fies. Da ist so ein Busch. Der gibt auf jeden Fall auch noch Stöcker, bin ich der Meinung. Haben wir hier irgendwo ein Büschlein? Nee, haben wir nicht. Ist nicht schlimm. So. Ja, perfekt. Supi. Sehr schön. Genau, da machen wir da auf jeden Fall noch einen hin. Und dann können wir nämlich auch bald anfangen mit dem... mit dem Bier herstellen. So. Genau, dann machen wir erst noch das und dann machen wir das. Oh, zweimal können wir noch. Achso. Hehe. So. So. Und so. Und so. Oh, 45 ist noch drin. Dann nehmen wir das mit zum Friedhof, was wir jetzt an Torf noch da haben. Dass wir den Friedhof wieder ein bisschen schick machen können. So, Pilze. Ich brauche unbedingt wieder Pilzspieße. Da müssen wir... Nee, du brauchst bloß die mitnehmen. Genau. Okay. Gut, schön. Doch, ist doch alles. Ne? Dann haben wir uns das zumindest schon mal vorgemerkt. So, Pilze. Da. Das lassen wir jetzt durchbraten. Ah, schade. Goldene Burger. Achso, aber ich habe ja gesagt, ich probiere das einfach mal, ne? Ich meine, vielleicht haben wir ja Glück. Ich meine, 20% ist ja jetzt nicht so wenig. Also klar, es ist nicht viel. Aber es sind immerhin 20%. Dass es natürlich nichts wird, war klar, aber das ist nicht schlimm. Okay, aber wir haben immerhin ein paar Burger. Und ich glaube, die können wir sogar irgendwie verkaufen. Eine ruhige Hand verringert die Chance auf einen Fehler. Wuhu! So, dann schmeißen wir das mal in den Keller. Die Träubchen. Dann machen wir dann die Traubenkerne, die Traubentorten draus, glaube ich. Müssen wir mal gucken, ob wir genug Möglichkeiten dann haben. Jetzt schlafen wir erstmal ein bisschen und erholen uns. So, ich streiche mir das hier durch, was wir alles geholt haben. Damit ich nicht vergesse, dass wir noch Karotten und Weizensamen haulen wollten. So. Jetzt haben wir hier ein bisschen geschlafen. Sehr schön. Okay. Genau, die Zwiebelringe. Das wollte ich mir mal anschauen. Okay. Bier schmeckt jetzt viel besser. Ah ja, okay. 5, das ist nicht schlecht. Okay, aber wir wollten ja eigentlich die Traubentorte machen, ne? Genau, machen wir einfach erstmal die Kupfer, ne? Gut. Dann, des Weiteren wollten wir uns besorgen Hopfen. Ich habe hier tatsächlich echt keinen Platz, ne? Ja, der Platz wird hier tatsächlich echt eng. Die können wir auf jeden Fall mitnehmen. So, den können wir mitnehmen. Den müssen wir bloß ein bisschen schnipseln. Die Burger weiß ich gar nicht, wo wir die dann am besten verkaufen können. Das ist mir tatsächlich ein Rätsel. So, die Geschichten müssen rüber. Das Siegel können wir auch hier lassen. Haben wir hier nicht noch Wasser drinnen? Ja. Die Milch können wir mit rübernehmen. So, dann haben wir schon wieder ein bisschen optimiert. Oh, genau. Das sieht doch gut aus. Dann können wir hier mal das Fischli... jetzt habe ich natürlich die Fischnuggets gemacht raus, aber das ist jetzt nicht ganz so schlimm. Äpfel, ja. Ich weiß gar nicht, ob wir Sauerkraut verkaufen können. Das weiß ich gerade tatsächlich wirklich nicht. Aber ist egal. Nicht so schlimm. So. Okay. Gut. Was haben wir jetzt noch dabei? Nichts so
Ja, gut, den einen Pilz. Ach, da. Okay, das passt. Haben wir noch Beeren hier drinnen? Ja, so. Und hier auch, ne? Ja. Okay, perfekt. Gott sei Dank. Gut, schön. Toll. Was machen wir denn jetzt? Ja, rote Punkte auf jeden Fall sammeln. Oh, das können wir mal gleich gucken. Okay. Also, interessant wäre natürlich, die blauen Punkte. Von denen brauchen wir, genau hier, das wollte ich eigentlich, ne? Ach, das Problem ist eben halt, ne? Dass mir die Bücher eigentlich erst was bringen, wenn ich wirklich genug Kapitel schreiben kann. Kapitel schreiben bedeutet aber, dass wir viel mehr blaue Punkte brauchen. Das bringt mich also eigentlich noch nicht so weit voran. Ist schon fies, dass sie hier zwei gemacht haben, ne? Schweinerei. Die Gebets-, die weichen Kirchenbänke sind natürlich auch schön. Denke ich aber jetzt noch nicht so ultra wichtig. Bienenzucht wäre auf jeden Fall nochmal was. Genau, dann die Brauerei, das Bier müssen wir auf jeden Fall besorgen. Goldgeruch. Ja, jetzt werden die blauen Punkte halt immer... Ach genau, hier, das wollten wir eigentlich auch noch, ne? Ach. Naja, komm. Es hilft ja nichts. Wir müssen ja irgendwo so ein Stück weit weitermachen. Das ist, hilft ja nichts. So. Bienen. Ich habe jetzt natürlich gerade nicht mehr im Kopf. Wir brauchen das Papier, das weiß ich noch. Papier habe ich gerade auch da. Wir gucken mal. Ja, da kommen jetzt die blöden Fledermäuse. Nee, das will ich jetzt nicht schauen. Das mag ich jetzt nicht gucken. Was wir machen können, wir können mal hier die Leichen ausnehmen, dass wir da wieder ein Stück vorankommen. So. Da mache ich jetzt einfach rigoros einfach alles nach und nach abarbeiten. Wurscht egal, was, weil wir sowieso alles rausnehmen werden. Weil einfach so verbrennen will ich sie jetzt nicht. Also gerade Fleisch und Haut, das sind schon Sachen, die brauchen wir wirklich dringend. Und deswegen, jo. Ne. Lassen wir die schon da. So, Energie ist alle. Toll. So. Dich schmeißen wir jetzt unten rein. Genau, da müssen wir hier auf jeden Fall auch wieder... Ah ja, okay. Dann... brauchen wir auf jeden Fall da noch ein bisschen was. Genau, einen können wir noch bauen. Dann nehmen wir die zweite Leiche auch gleich noch aus. Da esse ich jetzt mal so ein Sandwich und nochmal die zwei hier. Genau. So. Ach ja, wie schön. So. Ja, schade, dass er die grünen Schädel nicht entfernt, ne? So, jetzt haben wir gar keine weißen Schädel mehr. Aber wir haben auch keine grünen Schädel mehr. Das ist natürlich toll. So. Fett weg. Blut weg. Knochen weg. Hirn weg. Alles weg. So. Ah, toll. Okay. Ja, wir müssen unbedingt mal einen Ausflug machen und Pilze sammeln. Klar, die sind jetzt natürlich nicht so hervorragend, ne? Aber ja, das mit dem Essen ist schon so ein bisschen nervig manchmal. Aber gut, das ist halt so. So, das brennt. Da muss ich jetzt mal kurz... 2 und 3. Dann können wir die Sachen nämlich aufnehmen. Genau. Das, das und
das, das und das und das kommt wieder mit. Dann lassen wir das noch schnell zu Ende machen. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Platz. Jetzt kommen wieder ein paar von den Dingern. So, habe ich was dabei? Nee, natürlich nicht. Das macht aber nichts. Halt, wir können mal gucken. Ich weiß gar nicht, was der Hanf macht. Das weiß ich tatsächlich nicht. Hier, das können wir mal zerschniepseln. So. Und das können wir nochmal zerschnipseln. Einfach ein bisschen Platz machen. So. Warte mal. Dann bringen wir das da oben hin. Ne? Genau, die Geschichten, die können wir dahin machen. So, das Blut können wir hier hin machen. Die Schädel, das Fett, die Haut. Ja, gut, das Gehirn, das, die Knochen. Naja, sieht doch jetzt schon wieder ein bisschen besser aus, ne? So. Okay. So, das kommt dann alles da mit rein. Ja, gut. Dann müssten wir das halt noch wegbringen. Da habe ich jetzt gerade keine Lust zu. Jetzt gucken wir mal, ob irgendjemand eventuell in den Glauben oder... Nee, okay, da ist nichts weiter. Alles klar. Macht nichts. So, dann geht's hier jetzt weiter. Ich weiß nach wie vor nicht, was ich in die Kiste packen soll. Brauplatz, Stein und einfache Eisenstücke. Das müssen wir auf jeden Fall auch noch machen, ne? Und eine Alkoholdestille. So, dann können wir hier auf jeden Fall noch die Traubentorte machen. Guck mal, da machen wir das mit den silbernen Trauben. Dann haben wir das auf jeden Fall... so, das Fleisch können wir da reinschmeißen. Das wollte ich eigentlich zum Friedhof bringen, ne? So dumm. Steine dahin. Wir könnten tatsächlich den Brauplatz schon bauen, ne? Einfache Eisenstücke, hatte ich gesagt, ne? Bestimmt reicht das nicht. Bestimmt nicht. Wir machen noch einmal Eisenstücke. So. Und dann können wir auf jeden Fall nämlich ja, den Brauplatz. Oh, das hätte doch tatsächlich gereicht, ne? Hier würde ich eigentlich gerne die Fässer hinbauen. Pass mal auf, da machen wir den da unten hin. Alkoholdestille. Okay, Gärungsfass. Rankenpresse, genau. Das ist jetzt das, was wir auch haben. Okay. Fertigen. Ah, alles klar, genau. Das müssen wir dann auch befeuern. Okay, gut zu wissen, ne? Wie ist denn das? Was brauchen wir denn dafür? Ach, nur Fleiß, okay. Also da, ach, da ist 100%. Okay, goldener Hopfen bedeutet auch goldener Wert. Alles klar. So. Dann machen wir das da noch. Dann hätten wir den nämlich auf jeden Fall weg. Die Zwiebelringe, ja, das ist natürlich jetzt... Das wäre jetzt schön, ne? Gut, dann machen wir uns jetzt, glaube ich, mal... Okay, passt auf. Ich habe jetzt 19 Minuten. Das heißt, wir kümmern uns jetzt eben nochmal um den Garten. Und wenn wir... uns um den Garten fertig gekümmert haben, dann gehe ich schlafen und dann muss es das leider heute gewesen sein. Ja, es ist schade, finde ich auch, weil mir macht es gerade echt Spaß. So. Genau. Und dann würde ich tatsächlich sagen, dass wir in der nächsten Folge zum Astrologen gehen.
und uns ein bisschen Unterstützung holen. Ich denke, es macht jetzt dann doch Sinn. Gerade weil wir doch relativ viele rote Punkte brauchen. Ich würde gerne mal gucken, ob ich mir vielleicht ein Buch leisten kann. Das wäre natürlich echt richtig super. So, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Nee, da sollten eigentlich nochmal Karotten rein. Theoretisch, ja. Fast reicht. Karotten. Genau. Aber jetzt haben wir keine Kohlsamen mehr, ne? Keine, doch, genau, okay. Dann lassen wir das auch erstmal frei. Aber Rübensamen haben wir auf jeden Fall. So. Kürbis. Genau, und dann würde ich hier unten nämlich den letzten, genau, die letzten Kürbissamen hinmachen. Sehr schön. Zwiebeln. Da würde ich dann auch die silbernen Zwiebeln hinmachen. So. Ja. Da kommt eine Leiche. Da. Die gucken wir uns noch an. Die gucken wir uns noch an. Dann machen wir hier nochmal so Zwiebeln. Und dann machen wir das jetzt erstmal so. Hier kommt dann einfach nochmal das dahin. Und das müssen wir noch fertig machen. So. Jetzt. Genau. Und dann machen wir hier nochmal Weizen. Ja. Ich glaube, das sollte jetzt so passen. Habe ich jetzt irgendwas, was ich nicht brauche? Okay, ich brauche eigentlich alles nicht wirklich, aber ist egal. So, ja, alles klar. Sieht doch ganz gut aus, ne? Okay, sehr schön. Pilzis. Juhu. Blümchen. Juhu. Okay. Auf in den Keller. Zu der Zombie-Leiche. Zu der Leichen-Zombie-Gedöns. Bald ist es soweit. Bald können wir Zombies machen. Es ist tatsächlich so, dass es echt gar nicht so unwichtig ist mit dem Zombies, ne? Ist das eine schöne Leiche. Juhu! Sie sich gerade wirklich ernsthaft über eine Leiche, die... Ja, ich freue mich so unglaublich auf die... Ja, oh mein Gott, ist die toll. Hallo, mein hübsches Etwas. Du bist ja ein Schmuckstück. Du kommst nicht auf den Scheiterhaufen, du kommst direkt auf den Friedhof. Hier würde ich eigentlich gern Platz lassen, weil das tatsächlich echt blöd ist, wenn ich hier und hier hin habe, dann komme ich hier nicht mehr durch. Das ist irgendwie nicht so cool. Hier können wir auf jeden Fall noch eine machen. Guck mal, du kriegst hier einen Ehrenplatz. So. Nein, das war es nicht. So. Juhu! Okay, da habe ich tatsächlich gerade keinen. Sehr schön. So, dann kommen die Sternchen machen wir damit hin und ich bin so doof, ne? Ich wollte doch eigentlich den Torf mitnehmen für den Friedhof, damit wir da den Rasen und sowas machen können. Naja, ne? Wie es halt so ist. So. Das Salz müssen wir mitnehmen. Gut. Okay. Also, ihr Lieben, ich sage vielen lieben Dank, dass ihr mal wieder zugeschaut habt, dass ihr fleißig kommentiert, liked und ich freue mich auf alle Fälle auf die nächste Folge. Ich wünsche euch jetzt erstmal alles Gute, lasst es euch gut gehen, erholt euch und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder zu Graveyard Keeper. Ist das schön. Alles klar. Also ihr Lieben, bis dann. Ciao, ciao.